Tja, theoretisch muss ich ja jetzt auch jemanden nominieren, ne? Panda, Maren, Timo, sorry, ihr seid drin. Ach nee, so ein Kettenbrief kam. Echt jetzt? Du A. Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge und naja, bei der Drohung hier von den Pixelpappels. Wenn du die Kette unterbrichst, kriegst du Joy-Con Drift, deine Gameboy-Batterien laufen aus und ein kleiner Gnome beschriftet all deine Super Nintendo-Module mit einem Edding. Konnte ich natürlich nicht Nein sagen und musste an dieser Aktion teilnehmen. Und dieses Video steht unter dem Namen, wisst ihr noch, als die Cover von Spielen überhaupt nichts mit den Spielen an sich zu tun hatten, also zumindest grob nicht. Und zwar habe ich hier ein Paradebeispiel für mich rausgenommen, und zwar Fortress of Fear für den Game Boy. Ich habe immer wieder in den Kommentaren gelesen, es geht vielen, vielen anderen von euch auch so. Auf dem Cover ist ein Barbar, der gegen Skelette und Drachen kämpft. Und dann startet ihr das Spiel und es ist irgendwie anders. Ihr spielt ein Ritter, okay, das ist auch cool und irgendwie ist das doch etwas anders, als das Cover verspricht hat. Aber lasst euch nicht täuschen, denn das Spiel ist trotzdem einfach wunderbar. Auch wenn es neutral betrachtet natürlich so seine Schwächen hat. Ne? Also das Sprungverhalten ist etwas komisch und braucht wirklich viel, viel Eingewöhnung, um sich damit einigermaßen zurechtzufinden. Aber die ganze Atmosphäre ist einfach wunderbar. Das Spiel hat damals Rare mitentwickelt, was ja durchaus als eine bekannte Studio zu bezeichnen ist, und die Musik ist einfach wunderbar. Ich weiß noch genau, wie ich mich durch die ersten paar Level durchgekämpft habe, und plötzlich kam ich in einen ganz anderen Bereich nach dem ersten Endboss. Es sah alles anders aus und die Musik war anders und ich war wirklich damals geflasht ohne Ende. Ihr kämpft euch im Prinzip durch verschiedene Welten durch, hat am Ende natürlich immer einen anderen Boss, und das Spiel ist wirklich nicht leicht. Ihr braucht einige Versuche. Auf dem Weg dorthin schafft ihr es natürlich zum Glück, ein paar Truhen zu finden, die euch einige Goodies, die euch helfen, auf eurem Weg zu finden, wie zum Beispiel Springstiefel, womit ihr wesentlich höher springen könnt und keinen Sprungschaden bekommt. Ganz, ganz wichtig dabei auf jeden Fall. Oder natürlich das übliche Heiltränke etc. etc. Ich habe das Spiel schon immer mal wieder erwähnt. Mein erstes Testvideo war nicht umsonst von Fortress of Fear. Und ich habe auch sogar mal ein ganz kleines Mini-Let's Play dazu gemacht, weil mich dieses Spiel einfach wirklich seit dieser Kindheit begleitet hat, weil es einfach so besonders war. Genau weil die Atmosphäre so war. Es hat wirklich Schwächen. Wie gesagt, das Sprungverhalten, da müssen wir nicht drüber reden. Ihr habt viele Sprünge, die auch irgendwie ins Nichts gehen, wo ihr einfach hoffen müsst, dass ihr dann gerade im richtigen Moment eine Plattform erscheint etc. Alles egal, spielt es, ihr werdet es nicht bereuen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und ach ja, ich muss ja auch noch wen taggen. Ne? Und zwar tagge ich die Fox Lake Productions, Kujin und den Mirko. Viel Spaß!